Guten Morgen, ihr lieben Lichter in Christus. Ja, danke. Danke Gott. Danke Gott. Danke Gott. Ja, willkommen zu Lektion 78 aus Ein Kurs in Wundern mit dem Leitgedanken: Lass Wunder allen Groll ersetzen. Lass Wunder allen Groll ersetzen. Vielleicht ist dir bis jetzt noch nicht ganz klar geworden, dass jede Entscheidung, die du triffst, eine Entscheidung zwischen Groll und Wunder ist. Ist uns das klar? Ja, was ist Groll, was ist Wunder? Lasst uns mal schauen. Jede Entscheidung ist eine Entscheidung zwischen Groll und Wunder. Ja, ich meine, warum bin ich denn hier? Warum mache ich den Kurs? Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist ja eigentlich, sagen wir es mal, ja, einfach, ich möchte eigentlich glücklich sein. Ich möchte, und glücklich bin ich, wenn ich Frieden habe, wenn ich in Frieden bin, wenn ich keinen Konflikt habe. Ja, wenn ich in Frieden bin und wenn mein Geist ruhig ist, wenn da nichts los ist, was sich irgendwie aufregt über irgendetwas oder irgendwie meint, irgendetwas müsste anders sein, so wenn ich einverstanden bin, so wenn eigentlich alle, wenn alles gut ist, so, ne, irgendwie. Das ist ja eigentlich, danach sehnt sich ja eigentlich jeder, ne? Und das ist unser Ziel. Ja, das ist das Ziel, das ist sogar das vermeintliche Ziel des Ego, aber eben vermeintlich, weil seine Führung uns eben nun mal in die Irre führt und immer ja den Konflikt beibehält und keine wirkliche Lösung bietet. Und von daher ist eben alles eine Entscheidung zwischen einer vom Ego geführten Lösung und einer vom Heiligen Geist geführten Lösung oder Antwort, sagen wir Antwort. Was soll ich tun oder was soll ich sagen? Wohin soll ich gehen? Welches Wunder kann ich heute wirken oder so? Ja, was möchtest du, dass ich denke? Und ja, wen frage ich da? Das ist eben immer die Frage, ne? Wer ist mein Führer? An wen wende ich mich? Und je nachdem, an wen ich mich wende, werde ich entscheiden zwischen Groll mit dem Ego, der sagt: Du musst das da draußen, das muss anders werden und da musst du etwas tun und der muss sich verändern und das in der Welt muss sich verändern und dein Körper muss in sich verändern und überhaupt musst du dich verändern und was auch immer sich verändern muss und irgendwo da draußen, also ja, etwas muss sich ja im Außen scheinbar lösen, damit ich in Frieden bin. Das ist dann die Antwort des Ego. Immer irgendwie außen, immer mit dieser Maxime, die es uns aber nicht verrät. Natürlich, das ist ja ein Geheimnis. Das Ego will, dass wir suchen und immer auf der Suche sind und niemals finden. Das will das Ego. Wenn wir den Heiligen Geist konsultieren, ja, dann finden wir. Ja, dann finden wir. Und dann ist die Entscheidung das Wunder. Denn dann treten wir zurück und dann ist eigentlich erstmal, indem wir den Heiligen Geist konsultieren, bitten wir eigentlich, das ist eigentlich dann auch automatisch die Bitte um ein Wunder. Und es ist auch die Bereitwilligkeit zur Vergebung, die darin enthalten ist. Ich bin bereit, ich will vergeben, ja, ich will vergeben. Und ich will meinen Bruder anders sehen, ich will diese Dinge anders sehen, ich will mich selber anders sehen, ich will meinen Körper anders sehen. Einfach alles anders sehen. Und insofern ist tatsächlich jede Entscheidung eine Entscheidung zwischen Groll oder Wunder. Ne? Und er sagt,
Markt weiterhin. Und außerdem ist es ja auch immer eine Sache zwischen, ja, in also eine, ich entscheide eigentlich auch immer zwischen Vergangenheit oder Gegenwart. Und warum ist es wichtig, dass ich mich für die Gegenwart entscheide? Weil die Gegenwart die einzige Zeit ist, die es gibt. Und weil Gott in der Gegenwart ist. Und nie in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern Gott ist jetzt. Christus ist jetzt, Christi Wiederkunft ist jetzt, nicht irgendwann, sondern jetzt. Ja, das heißt, ich entscheide mich auch da immer zwischen weiterhin die Vergangenheit sehen, Recht haben wollen vor allen Dingen, oder aber eben wirklich völlig zurücktreten, alles in Gottes Hand legen, in die Hände des Heiligen Geistes. Und ich will Frieden sehen stattdessen, ich will es anders sehen, ja. Ich brauche ein Wunder, ich brauche ein Wunder. Jeder Groll steht wie ein dunkler Schild des Hasses vor dem Wunder, das er verhüllen möchte. Und wenn du ihn vor deine Augen hebst, wirst du das Wunder, das dahinter liegt, nicht sehen. Und dabei wartet es die ganze Zeit im Licht auf dich. Du aber siehst stattdessen deinen Groll. Und Groll ist ja auch, Groll ist ja immer, also das, was Ego gesteuert ist, ist immer Angst gesteuert. Das heißt, da ist immer irgendwie Angst. Ne? Das ist immer die Angst. Und wenn ich natürlich, wenn ich jetzt die Angst, Angst ist Dunkelheit, Angst macht, das kennt auch jeder, wenn man in einem Zustand von Angst ist, wie sehr man dann wie so einen Schleier vor sich hat und gar nicht mehr sehen kann und überhaupt nicht wahrnehmen kann. Das kann so weit gehen. Ich kenne das, also wirklich so ein Panikzustand, dass du wirklich wie so einen Tunnelblick hast und du kriegst überhaupt nicht mehr mit, was um dich herum geschieht. Also der absolute Tunnelblick. Und das ist ja das, was das Ego möchte. Der Ego möchte Tunnelblick, während der Heilige Geist will den Durchblick für uns. Ja, genau. Tunnelblick oder Durchblick, das ist eigentlich die Frage, was wollen wir? Lass Wunder alle Angst ersetzen, ne? Alle Angst. Lass Wunder alles, alle meine Urteile ersetzen. Lass Wunder alle Rechthaberei ersetzen, die ich so, ja, kultiviere in mir seit Anbeginn der Zeit. Heute gehen wir über den Groll hinaus, um auf das Wunder an seiner Statt zu schauen. Genau. Wir wollen die Art, wie du siehst, dadurch umkehren, dass wir die Sicht nicht innehalten lassen, bevor sie sieht. Wir wollen nicht uns zufrieden geben mit dem, das Ego spricht immer zuerst. Das heißt, das Ego wird immer erstmal ein Urteil abfeuern. Das tut es einfach so, ne? Und da ist jetzt der Punkt, wo Wachsamkeit gefragt ist, ne? Wo Jesus sagt, sei wachsam, ne? Du merkst das, okay, du feuerst da ein Urteil ab. Sei dir bewusst, das, was du da gibst, ist deine Gabe an dich selbst. Das heißt, überleg nochmal, ob du das willst. Und jetzt trete zurück und bitte den Heiligen Geist stattdessen um ein Wunder und mit ihm zu schauen. Wir machen heute eine total schöne Übung, die wirklich sehr große Wirkung zeitigen kann. Wir wollen nicht vor dem Schild des Hasses warten, sondern ihn niederlegen und schweigend unsere Augen sanft erheben, um den Sohn Gottes zu erblicken. Er wartet hinter deinem Groll auf dich. Und wenn du diesen aufgibst, dann erscheint er in strahlendem Licht dort, wo dieser vor dem stand. Na, wenn man jetzt mal überlegt, das, was Jesus uns ja sagt im Kurs, das Einzige, was wirklich ist, ist Gott, ist der Christus, ist der Sohn Gottes, ist die Ewigkeit, die Liebe. Das ist das Einzige, was wirklich ist, das Licht. Das ist das Einzige, was wirklich ist. Und die Dunkelheit, die haben wir gemacht. Die Dunkelheit machen wir mit dem Ego. Die hat keine Wirklichkeit. Ne? Das heißt, wir brauchen eigentlich nur die Dunkelheit, nur, ja, sozusagen nur die Dunkelheit, den Schleier hier, lernen, wie wir diesen Schleier hinter dem Schleier sehen können, dass der Schleier verschwindet und das braucht einfach nur Bereitwilligkeit, wirklich, ne?
Denn jeder Groll ist für die Sicht ein Hindernis. Löst er sich auf, dann siehst du Gottes Sohn da, wo er immer war. Er steht im Licht, du aber warst im Dunkel. Ein jeder Groll vertiefte noch die Dunkelheit und du konntest nicht sehen. Der Groll ist auch Traurigkeit, Wut. Ja, das ist auch alles Groll, weil dann bin ich auch nicht einverstanden, ne? Wenn ich traurig bin, scheint es ja einen äußeren Grund zu geben. Mit Sicherheit, ne? Finde ich dann einen äußeren Grund. Weil das Wunder zeigt mir, dass ich keinen Grund habe für Traurigkeit. Weil ich ja Gottes Sohn bin, weil ich Christus bin, weil ich gar nicht, was soll ich, es gibt ja keinen Verlust, es gibt das alles nicht. Traurigkeit hat auch immer was mit Verlust zu tun, mit Mangel, ne? Jedes Gefühl von Mangel ist Groll. Weil es alles eine Leugnung ist der Wahrheit dessen, was ich bin. Heute wollen wir versuchen, Gottes Sohn zu sehen. Versuchen, sagt er hier, ne? Wir versuchen es. Wir wollen nicht zulassen, dass wir ihm gegenüber blind sind. Wir wollen nicht unseren Groll betrachten. Auf solche Weise wird das Sehen dieser Welt umgekehrt, indem wir zur Wahrheit hin und von der Angst wegschauen. Also zur Wahrheit hinschauen und von der Angst wegschauen, darum geht es. Wir wollen einen Menschen wählen. Jetzt geht's los mit der Übung, ne? Also, wir wollen einen Menschen wählen, den du als Zielscheibe für deinen Groll benutztest. Den Groll weglegen und ihn dann ansehen. Es könnte jemand sein, vor dem du Angst hast oder den du sogar hast. Jemand, den du zu lieben meinst, der dich geärgert hat. Jemand, den du als Freund bezeichnest, der dir zuweilen aber Schwierigkeiten macht. Oder den du schwer zufriedenstellen kannst, der viel verlangt und dich erzürnt oder vom Ideal abweicht, das er als seines erfüllen sollte, gemäß der Rolle, die du ihm zugewiesen hast. Du weißt schon, wen du wählst. Sein Name ist dir bereits in den Sinn gekommen. Na, jetzt fühl einfach mal einen Moment lang tatsächlich, welche eine Person, einen Bruder, das kann ein Politiker sein, wenn dir jetzt gerade keiner einfällt in deinem Leben. Das kann egal wer, ein Nachbar, der Partner, ganz egal. Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Kind. Ja, egal, es ist wirklich. Verkäuferin, was weiß ich, Arbeitskollege. Also eine Person, ja, auswählen, die wir jetzt hier als Versuchskaninchen, nee, nicht als Versuchskaninchen, sondern das ist für unseren Versuch, den Gottessohn zu sehen. Ja? Also jemand, der dir irgendwie Konflikt bereitet. Er wird derjenige sein, von dem wir erbitten, dass Gottessohn dir gezeigt werde. Dadurch, dass du ihn hinter dem Groll siehst, den du gegen ihn gehegt hast, wirst du lernen, dass das, was verborgen war, solange du ihn nicht sahst, in jedem liegt und sichtbar ist. Ne? Das ist das Schöne, wenn ich jetzt mit einem Bruder, Jesus sagt ja auch im Kurs, ein Bruder ist alle Brüder. Das, was du mit einem Bruder machst, das ist die Ausdehnung auf die ganze Sohnschaft, weil sonst ist es nicht die Heiligkeit, sonst ist es nicht von Gott, weil alles, was von Gott ist, immer für alle ist. Ne? Wenn ich wahrhaft vergebe, wenn ich einem Bruder wahrhaft vollkommen vergeben habe, dann dehnt sich das aus. Ne? Und wenn ich diese Erfahrung jetzt mache und sei es auch nur eine kleine Erfahrung, dann ist das für mich ein Lichtblick. Dann weiß ich, wow, das ist mit jedem Bruder möglich. Und wenn ich ihn auch noch so schwarz sehe, noch so sehr in der Dunkelheit sehe, ich kann entscheiden, dass ich das Licht in ihm sehe, dass ich das Gute in ihm sehe. Das geht. Es geht. Mit dem Heiligen Geist, nicht allein. Er, der ein Feind war, ist mehr als ein Freund, wenn er befreit ist und die heilige Rolle übernehmen kann, die ihm der Heilige Geist zugewiesen hat. Lass ihn heute dein Erlöser sein. Denn dies ist seine Rolle in Gottes, deines Vaters Plan. So, jetzt geht's mal los. In unseren längeren Übungszeiten heute wollen wir ihn in dieser Rolle sehen. Also, du wirst versuchen, ihn dir vor Augen zu halten.
Vielleicht machst du jetzt einfach mal die Augen zu, am besten, wenn du diese Übung jetzt gerne mitmachen möchtest. Also, du wirst dir versuchen, dir diesen Bruder vor Augen zu halten. Zuerst so, wie du ihn jetzt siehst. Geh seine Fehler nochmals durch, die Schwierigkeiten, die du mit ihm hattest. Das Leid, das er dir angetan, seine Versäumnisse und jeden kleineren und großen Schmerz, den er dir zugefügt hat. Sieh dir auch seinen Körper an mit seinen Mängeln und auch seinen besseren Seiten und denke über seine Fehler nach und sogar über seine Sünden. Jetzt nimm dir einfach diesen Augenblick und mach dir bewusst, lass das mal im Licht aufsteigen, wie du diesen Bruder, was jetzt da alles dein Problem, welches Problem hast du eigentlich mit diesem Bruder? Genau, lass das alles mal aufsteigen. So dein ganz normales Urteilen, so dein ganz normales, so wie du ihn so siehst, ne? Ungefiltert. Und dann wollen wir ihn, der diesen Gottessohn in seiner Wirklichkeit und Wahrheit kennt, also den Heiligen Geist, bitten wir, darum bitten, dass wir diesen Bruder anders sehen und unseren Erlöser im Licht der wahren Vergebung erblicken mögen, die uns gegeben ist. Warum Erlöser? Dieser Bruder, der mir so viele Probleme bereitet, ist mein Erlöser, weil er mir die Möglichkeit gibt, mich jetzt zu erlösen, weil er mir zeigt, wow, schau mal, so geht das. Du kannst in Wirklichkeit, du kannst die Wahrheit sehen, du kannst deine Bilder loslassen und du kannst das Licht in mir sehen. Insofern ist er mein Erlöser. Ja, denn wir brauchen ja, wir sind erlöst, aber das Ding ist, dass wir, solange wir nicht unseren Nächsten lieben wie uns selbst, und das, was wir hier machen, ist genau das, was Jesus damit meint, den Nächsten lieben wie sich selbst. Solange wir das nicht tun, und zwar schlussendlich zu 100%, ja, werden wir nicht in diese Erfahrung kommen, in dieses Gefühl, dass ich erlöst bin. Werden wir den glücklichen Traum nicht erfahren und werden die Schau Christi nicht erlangen. Ja? Das heißt, dies hier, was wir jetzt machen, ist sozusagen, ist der Prozess der Erlösung, der Prozess der Vergebung, ja? Wunderschön. Also, wir bitten den Heiligen Geist im heiligen Namen Gottes und seines Sohnes, der heilig ist wie er. Lass mich in diesem Bruder meinen Erlöser sehen, den du für mich als den bestimmt hast, den ich bitten soll, mich zum heiligen Licht zu führen, in dem er steht, damit ich mich mit ihm verbinden möge. Und die physischen Augen sind geschlossen, und während du an ihn denkst, an den Bruder, der dich mit Groll erfüllte, lass deinem Geist das Licht in ihm, das jenseits deines Grolles liegt, gezeigt werden. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal einen Moment Zeit, wirklich. Wir können nicht wirklich scheitern. Wir können Licht, und sei es nur ein kleines Licht, beginnen zu sehen. Etwas Gutes. Schau, es gibt etwas Gutes in diesem Bruder. Und wenn du ein Licht in ihm beginnst zu sehen, dann lass dieses Licht sich ausdehnen und du siehst noch mehr. Vielleicht geht das. Wir tun das ja nicht allein, sondern mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht kommst du in diese Erfahrung, dass dein Bild, was du von ihm hattest,
verschwindet oder zumindest kleiner wird. Und dass etwas dort dir gezeigt wird, was du vergessen hattest. Etwas, was du vielleicht mal lieb gehabt hast und ganz vergessen hast. Oder etwas, was du irgendwie mal über diesen Bruder erfahren hast und wo du ihn anders gesehen hast. Wie auch immer der Heilige Geist dir das jetzt zeigt. Das Licht, die Liebe, die Wahrheit, die der Bruder wirklich ist. Ja. Es ist so viel möglich jetzt mit dieser Übung. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, wow, das war für mich so wirklich, das war so spannend und so schön, weil ich diesen Bruder damals, das war damals der Mann, mit dem ich da zusammen war, wo ich so viel Groll gehegt habe. Und plötzlich konnte ich wieder, das konnte ich sehen, ich konnte sehen, wow, der ist ja irgendwie, es ist eigentlich so ein Lieber. Ich konnte seine Liebe sehen. Ich konnte, ja, und konnte dann übrigens in dem Moment auch gleichzeitig sehen, ich begann zu sehen, meinen Beitrag dazu, dass er sich verändert hat. Ja, wow. Also meinen Beitrag konnte ich sehen. Und das war das Entscheidende wirklich, wo ich. Also das hat für mich ganz viel, ja, da konnte ich, da konnte, also das hat für mich wirklich einiges verändert damals. Das hat für mich wirklich eine Öffnung, ein Licht in mir angezündet, das seitdem nie wieder zugegangen ist. Ja, wirklich diese Verantwortung beginnen zu sehen, wow, was habe ich dazu gemacht, dass diese Situation so ist? Und eigentlich war das doch ein ganz lieber und hatte so gute Absichten. Und wir waren beide traumatisiert irgendwo, ja. Also es geht hier nicht um Schuld. Es sind ja auch alles Dinge, die ans Licht kommen wollen und erlöst werden wollen, ja. Niemand ist schuld. Es geht nicht um Schuld. Es geht nur einfach zu sehen, hey, mein Geben ist mein Empfangen, ne? Ja, das war ganz stark für mich, ja. Worum du gebeten hast, das kann dir nicht verweigert werden. Darauf hat dein Erlöser lange gewartet. Mein Bruder wartet ja darauf, ja. Er möchte frei sein und seine Freiheit zu der deinen machen, genauso wie ich darauf warte. Wir haben dasselbe Bedürfnis. Ich sehe mein Bedürfnis in meinem Bruder, ja. Wir haben dasselbe. Wir rufen nach Heilung. Alles ruft nach Heilung, nach Liebe. Der Heilige Geist neigt sich von ihm zu dir hin und nimmt keine Trennung wahr in Gottes Sohn. Wir verbinden uns. Das ist die beginnende Verbindung, das beginnende Fühlen, dass wir eins sind. Mein Bedürfnis, sein Bedürfnis, es ist dasselbe. Ja, da ist kein Unterschied. Und was du durch ihn siehst, wird euch beide befreien. Sei nun ganz still und schau auf deinen strahlenden Erlöser. Kein finsterer Groll verschleiert seinen Anblick. Du hast dem Heiligen Geist erlaubt, durch ihn die Rolle auszudrücken, die Gott ihm gab, damit du erlöst seist. Ja, und wenn du nur ein bisschen davon heute, ja, das ist ein Riesenschritt schon. Ja, wenn du ihn jetzt nicht im strahlenden Licht, vielleicht kannst du ihn im strahlenden Licht sehen. Ich konnte es damals noch nicht im strahlenden Licht sehen. Und auch heute, wenn ich jetzt bestimmte Politiker im strahlenden Licht, also nicht unbedingt, ja, aber es geht dahin, es wird immer leichter und das Licht zeigt sich immer mehr. Ja, aber vielleicht siehst du es ja tatsächlich im strahlenden Licht. Ja, und das ist wunderbar. Gott dankt dir für die stillen Zeiten heute, in denen du deine Bilder weggelegt und auf das Wunder der Liebe geschaut hast, das dir der Heilige Geist an ihrer Stelle zeigte. Welt und Himmel verbinden sich, um dir zu danken, denn da ist kein Gedanke Gottes, der sich nicht freuen müsste, wenn du erlöst bist und die ganze Welt mit dir. Diese Übung, die wir heute tun, das sagt ja Jesus auch irgendwo im Kurs, dass der Heilige Geist, wenn wir vergeben,
Wenn wir wirklich einen Bruder vergeben, dann dehnt sich das aus durch alle Zeitebenen werden Dinge erlöst aus der scheinbaren Vergangenheit, aus diesem Film. Ja, wir erlösen die ganze Zeit. Wir erlösen die Zeit. Wir erlösen Zeit und Raum. Ja, das macht der Heilige Geist, wir nicht, sondern er macht das, wenn wir ihm die Dinge geben, wenn wir ihm das erlauben. Ja, das können wir gar nicht, das ist unmöglich alleine. Ja, wow. Danke für diese wundervolle praktische Übung. Das ist so hilfreich, so augenöffnend, so verbindend mit so vielen Möglichkeiten, so ein Potenzial. Ja. Wir wollen uns den ganzen Tag daran erinnern und die Rolle übernehmen, die uns zugewiesen ist als Teil von Gottes Heilsplan, nicht aber unseres eigenen. Die Versuchung fällt dahin, wenn wir jedem, dem wir begegnen, erlauben, uns zu erlösen und es ablehnen, sein Licht hinter unserem Groll zu verbergen. Lass zu, dass jedem, dem du begegnest und auch jedem, an den du denkst oder an den du dich aus der Vergangenheit erinnerst, die Rolle des Erlösers zugesprochen werde, damit du sie mit ihm teilen kannst. Für euch beide und auch für all die Blinden beten wir. Lass Wunder allen Groll ersetzen. Ja, das ist unser Mantra heute. Lass Wunder allen Groll ersetzen. Ja, hilf mir, Heiliger Geist. Ich will mit dir auf diesen Bruder schauen. Und ich bin bereit, auch wenn ich es vielleicht noch nicht kann, aber ich bin bereit. Und ich will ihn im strahlenden Licht sehen. Was ist denn Vergebung schlussendlich? Vergebung vergibt ja das, die wahre Vergebung, die Jesus im Kurs lehrt. Vergib das, was nie geschah. Und ich weiß sehr wohl von Brüdern, oder ich kann das auch verstehen oder nachvollziehen, wenn man ein Trauma erlebt hat in der Kindheit, wenn irgendwelche schlimmen Dinge, ja, wo man einfach, die man erlebt hat, scheinbar, also Teil unseres Films sind, ja, dass da ein Widerstand ist, zu sagen, es ist nie geschehen. Ich kann das verstehen, ja. Aber ich möchte sagen, und das ist wirklich meine Erfahrung, ja, das hatte ich mit diesem Bruder, von dem ich häufig gesprochen habe, ja, dass ich das am Anfang konnte ich das über Jahre auch nicht loslassen, als ich auch mit dem Kurs begonnen habe. Ich konnte zwar sehen den Wert des Ganzen, aber ich konnte es noch nicht loslassen. Es hat also gedauert. Und das Ding ist, dass ich mittlerweile tatsächlich das so fühle, ja, wir haben ja jetzt heute eine sehr freundliche und freundschaftliche Verbindung. Und ich fühle das. Ich fühle das, dass es nie geschehen ist. Ja, und es ist wirklich diese Bereitwilligkeit im Geist, diese Gedanken loszulassen an die Vergangenheit, all die Gedanken loszulassen, mit denen ich recht haben will. Denn wenn ich sie loslasse, kann ich in die Erfahrung kommen, dass es nie geschehen ist. Wenn ich aber recht haben will, und das ist das Problem, ja, mein Problem ist eigentlich nur, wenn ich recht haben will. So wie ich die Dinge sehe und mit dem, was geschehen ist und. Solange ich daran festhalte, kann ich nicht glücklich sein, weil ich mich dann immer noch als Opfer erfahre. Das heißt, die grundlegende Frage, die sich eigentlich ein jeder stellen darf, ist, will ich glücklich sein? Will ich wirklich glücklich sein? Und wenn ich wirklich glücklich sein will, muss ich einsehen, dass die Art und Weise, wie ich Glück gesucht habe, nicht funktioniert hat. Deswegen mache ich ja den Kurs. Und dass ich deswegen mich jetzt hingebe und vertraue und Jesus, der es uns ja vorgelebt hat und sagt, folge mir doch einfach nach. Vergib so, wie ich vergeben habe. Ja, ich bin auferstanden, obwohl ich da scheinbar gekreuzigt wurde. Das heißt, ich kann doch sagen, es ist gar nichts, es ist nichts passiert. Ja, seht, es ist nichts passiert. Und aus diesem Grunde musste Jesus ja auch noch mal im Körper erscheinen, nur aus diesem Grunde. Ja.
um zu zeigen, sonst würde er den Ungläubigen, sonst wird es doch keiner glauben. Ja? Aber für uns heute ist Auferstehung nicht mehr im Körper. Natürlich nicht. Denn der Körper ist ja Illusion. Auferstehung ist im Geist. Das heißt, auch dieses, wenn wir, mich hat gestern jemand gefragt, das steht doch irgendwo auch im Kurs, dass die Wunder, wir können Tote erwecken und so weiter. Ja, aber was heißt das denn? Heißt das, dass die dann die Körper aufstehen, dass wir wieder weiter träumen von Körpern in Materie? Nein, es bedeutet, wir erkennen, wow, der Körper, der hat ja nie existiert. Er ist kein Körper, dies ist der Gottessohn, er ist reiner Geist. Ja, insofern, das, was ich als tot geglaubt habe, ist auferstanden. Es ist nicht geschehen. Ja, das ist das, was Jesus uns lehrt. Ja, loslassen. Das Wunder allen Groll ersetzen. Oh ja, danke, danke Gott, das will ich. Das Wunder allen Groll ersetzen. Das Wunder all meine Rechthaberei ersetzen. Ich will nicht mehr Recht haben, ich will glücklich sein. Ein ganz, ganz sehr bekannter Ausspruch von Byron Katie, eine amerikanische Lehrerin. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Also, wir haben die Wahl, wir haben den freien Willen. Also in diesem Sinne, sei gesegnet, hab einen glücklichen Tag in Christus.